So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Björn um 6. Ja. Extrem Improvisation, ja. weil ich war eigentlich gerade bei Herrn Krämer drüben in Dortmund, habe jetzt hier zwei Zylinderköpfe mit zum Plan. Und jetzt dachte ich mir, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich wieder schnell ein Video machen. Leider ohne René, ohne Kameramann heute. Alles improvisiert, nur mit der kleinen Legria. Mal gucken, ob das was wird. Ja. Ich hoffe, Björn redet schön laut und deutlich. Ja, okay. Und dann geht's los. Ja, eigentlich Zylinderkopfplan, keine große Sache. Ja, genau. Wie nennst du es? Planen? Schleifen? Falsch. Okay. Genau, wir machen nämlich heute Planfräsen. Gegenüber das Plan Schleifen. Schleifen ist ja mit Stein. Ja. Und wir machen aber heute Planfräsen. Es gibt aber beides. Da beides. Okay. Wann macht man das? Oder ist das nur maschinenabhängig? Maschinenabhängig und natürlich, wenn es hartes Guss ist, dann ist es ohne eine spezielle Platte nicht möglich, mit normalen Stählen zu fräsen. Fräsen bedeutet ja, man hat seine einen Schneid, kahlen, definierten und nimmt damit das Material ab. Ist es ein Unterschied von der Oberfläche am Ende? Kann sein. Fakt ist, dass man bei harten Sachen mit Schleifen bessere Oberflächen oft hinbekommt. Natürlich ist Fräsen fast immer die schnellere Variante. Schnellere Variante, genau. Ja. Weil man hört ja ganz oft in der Industrie, wenn du eine schöne Oberfläche haben willst, wird es geschliffen damit. Gut, okay, aber wir schleifen auch. Aber wir haben andere, ich suche sie gerade, wir haben natürlich Schleifsteine, die deutlich gröber sind, als was du jetzt denkst, wo man feine Oberflächen mitmachen kann. Okay, eigentlich ist dieses aber das Werkzeug zum Fräsen. Genau, unterm Kopf ist schon, sind die Steine montiert und das ist der Schlagmeißel, nennen es manche. Mhm. Der wird gleich drunter geschraubt. Wir haben nur einen einschneidigen Schneider, Fräser. Mhm. Oh, es ist eigentlich ein ehemaliger Ausbohrkopf, den ich ein bisschen gebogen habe, dann passt das so gut. Mhm. Ja, und mit dieser kleinen Schneide, nur an der Spitze vorne, damit wird das Material abgenommen. Krass. Das Ganze wird ja nicht in einem Arbeitsgang gemacht. Nein. Erstmal einmal grob wegnehmen. Genau, ich nehme immer in 0,1 mm Schritten, nehme ich Material weg, sogenannte Schrubben, dann habe ich den Vorschub höher, dann wäre das sowieso eine Schallplatte, viel zu grob. Und wenn ich sehe, er hat komplett genommen, auch zwischen den Zylindern hauptsächlich, das ist das Wichtigste, dann stelle ich nochmal 0,05 mm zu und mache das schlicht. Die Drehzahl ist die gleiche bei der Maschine dabei, das Einzige, was ich ändern kann, ist dann der Vorschub. Okay, das heißt, du sagst, am wichtigsten ist der Bereich hier zwischen. Eigentlich der Bereich, wo die Kopfdichtung abdichtet, das ist einmal ringsherum. Und meistens sind sie hier eingefallen. Hier wäre, wenn was durchgebrannt wäre oder eine Macke ist, dann hat man auch hier manchmal so Ecken. Und was würdest du jetzt zu diesem Kopf sagen, wie er hier liegt? Ist ein Zylinderkopf, der geplant wird. Genau, sollte der geplant werden oder? Oh, die Frage. Die ist jetzt natürlich für mich, ich sag, wenn man einen Kopf hat, einen gebrauchten Kopf, der lief 50.000, 100.000, dann sollte man immer einmal planen, weil dann hat man ihn auf jeden Fall wieder plan. Wobei ich mir bei dem Dreizylinderkopf jetzt vorstellen könnte, dass er noch relativ unempfindlich ist. Aber er biegt sich nicht so durch. Das passiert nur, wenn... Vorsicht. Nein, das passiert nur bei Kopfdichtungsschaden. Das, was ich meine, ist, dass er sich so durchbiegt. Halt mal drauf. Der biegt sich eher so durch, weil dass die Temperatur den langsam verziehen lässt. Aber eher so und nicht so. Das sehen wir gleich. Das heißt, wir sehen gleich, dass er in der Mitte... Ja, aber es ist ja kein Aufwand, mal eben zwei Köpfe zu planen. Und dann ist man sicher, dass die Fläche wieder in Ordnung ist. Ist sogar weniger Arbeit, für mich jedenfalls, wie... Die Planfläche erstmal abkratzen oder das Tolle ist ja, wenn die dann mit der Flex anfangen und das schön blank machen, dann glänzt es wunderschön, aber man hat natürlich einen Talentberg. Wieder entscheidende Frage. Ja. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass der Kopf nicht mehr gerade ist. Wie ist das mit lauter so kleinen Macken auf der Oberfläche? Ich glaube, die meisten sehen den Kopf und würden ihn gerne planen, weil irgendwie ein paar Kratzer drauf sind und so weiter. Ist das wirklich schlimm oder ist das? Nein, das ist nicht schlimm. Da wie zum Beispiel hier, da kann gleich, wo der Wasserkanal ist, da kann gleich noch Rest übrig bleiben. Ist vollkommen egal. Das ist egal. Ja, weißt du noch bei deinem VA6, dem Block, da war an den Wasserkanälen auch überall Rost. Ist vollkommen egal, weil ist ja wieder nur Wasser danach. Mhm. Wichtig ist einfach die Brennraumeinfassung und natürlich so ein bisschen auch, wo das Öl hochgeht. Das heißt, wir können auf jeden Fall zusammenfassen, Plan wichtiger, dass er wieder plan und gerade ist, als unbedingt die Kratzer rauszukriegen. Ja,
wenn die Kratzer nicht, so nicht in dem Bereich sind, wo es entscheidend ist. Kopfdichtung abdichtet. Mhm. So. Und es ist natürlich für die Montage anschließend halt auch ein Traum, ne? Weil einfach drauffällig. Das stimmt, genau. Wenn der dann mal gelaufen ist, 5000 Kilometer, man nimmt ihn nochmal runter, dann braucht man nicht immer machen. Was ist Minimum beim Plan? 0,05 mm. Also immer mindestens 0,05. Ja, also eigentlich, wenn ich plane, eigentlich immer 0,1 mm. Das ist nicht viel. Weil aus Erfahrung 0,05 meistens eh nicht reicht, deswegen gleich 0,1. Genau. Und nach den 0,1 musst du aber trotzdem noch einmal ganz leicht rüberfahren für die Oberfläche. Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. Ja. Okay. Also mindestens 0,5 für Schlichte. Mhm. 0,1 wäre das Schrubben. Wir gucken da einfach. Was ist Maximum, was bei so einem Kopf geht? Oder was sind so die krassesten Beispiele, die du schon mal hattest, wo 0,1 mal nicht reichen würde? Opel 3-Zylinder-Köpfe, so lang, 1 mm durch. 1 mm? Genau, das bedeutet, die äußeren kriegen natürlich eine ganz andere Verdichtung nachher als die mittleren. Die äußeren fahren dann mit 12:1 und die inneren mit 11:1. Das ist natürlich kacke, das funktioniert nicht. Okay, also meine Grenze, die ich den Kunden immer sage, ab einem halben Millimeter schreibe ich extra drauf, dass ich ihn nicht verwenden würde oder eine dickere Kopfdichtung nehmen würde. Wie ist das, wenn der an der Zylinderkopfdichtung so krumm ist? Ja. Wie ist das dann oben mit der noch mehr Gasse? Ja, die ist auch krumm. Die ist auch so krumm? Ja, macht aber nichts. Komischerweise macht das verbiegt fast sich, nichts. Verbiegt sich. Die verbiegt sich und sobald sich das dreht, ist es kein Problem. Ich weiß auf jeden Fall von früher Nockenwellen, die dann immer durchgehend einen halben Millimeter sich jede Bewegung gemacht haben, selbst Gusswellen haben es mitgemacht. Halben Millimeter ist jetzt vielleicht übertrieben, das Ganze. Aber es funktioniert. Okay, ja. Sie dreht sich zwar zum Anfang schwer, aber erstmal, wenn das in Drehung ist, dann wird es einfacher. Dann dreht sich. Genau, so. Hört es eventuell schon. Ich habe Kontakt. Also ich höre es. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera das mit dem Maschinengeräusch hier aufnehmen kann. Und man kann immer davon ausgehen, dass die Gegenseite plan ist. Dass du es da einfach drauflegen kannst. Ohne das habe ich natürlich vor mit einer Feile und Schmirgelpapier abgezogen, dass dort keine Macken sind. Weil jede Macke wird natürlich, wenn hier unten runter Macken wären, wird er natürlich hier höher stehen. Ja, klar. Das muss man natürlich vormachen. Gibt es Zylinderköpfe, die auf der anderen Seite nicht gerade sind? Ja, die 16V, 20V, die sind natürlich, haben einen Winkel, die sind schräg, die haben einen gewissen Winkel. Das heißt, da muss man mit dem Schrägspann arbeiten und den Kopf anhand von der Wasserwaage und so weiter ausrichten. Mhm. Okay. So, jetzt wenn du drauf guckst, siehst du den leichten Kontakt der Rillen. Jetzt versuchen wir mal, ob wir das einfangen können. Ja, so ein ganz bisschen könnte man es sehen. Hm. Jetzt stelle ich in dem Fall nur mal 0,5 mm zu. Quatsch, 0,05. Die Oberfläche sieht schon richtig schön aus eigentlich, ne? Die glänzt nur, aber wenn wir das hier ausmachen würden, mal gucken, ob das geht. Komm mal näher. Mhm. Das hört man. Genau, aber dementsprechend die ganzen kleinen Rillen, ne? Das stimmt. Ja. Was würde passieren, wenn wir so anbauen? Es kann natürlich durch jede kleine Rille die Abgase entweichen. Mhm. Und deswegen sollst du eine gewisse Rauigkeit haben, also eine maximale Rauigkeit für die Kopfdichtung. Die haben wir jetzt definitiv überschritten gerade. Mhm. Aber man sieht ja schon, dass es flächendeckend jetzt überall einmal ab ist, ne? Genau, jetzt habe ich 0,05 zugestellt, jetzt stelle ich nochmal 0,05. Also ich habe dann insgesamt eine 0,1. Habe ich mein Zustellrad. Die Kleinstrecke ist jeweils 100 mm.
Der Vorschub dieser Maschine ist hydraulisch, das heißt, ich habe hier ein Hydraulikventil und kann mit der Durchflussmenge sozusagen fein frei einstellen, wie viel der Tisch fährt. Mhm. Das Jaulen ist immer im Hintergrund die Hydraulikpumpe für den Antrieb. Ja, das ist das Schliften, das sieht man, das dauert ein bisschen länger. Wie vielfach langsamer ist er jetzt als vorher? Da fragst du mich gerade. Viel langsamer, ne? Viel langsamer, genau. Aber die eigentliche Schnittgeschwindigkeit ist die gleiche. Ist die gleiche. Ich habe sogar gerade auf das gleiche zugestellt. Ja. Wir haben hier 730 Umdrehungen gerade. Wir planen das mit einem K10 Hartmetallstahl angeschliffen, also ein extra Alustahl. Der hält nicht so viele Köpfe, gerade wenn irgendwelche Rostsachen, Aluminium rostet ja auch, dann hat man jetzt einen weißen Kesselstein oder einen grauen Kesselstein, dann versagt der relativ schnell, das ist auch bei Vorlex, dann muss ich auf Schleifen wechseln. Das ist zwar doof, weil mit dem Schleifen kriege ich definitiv nicht die Oberfläche hin. Besonders, weil ich habe mich entschieden, die Kühlschmierstoffe komplett wegzumachen. Das ist nämlich ekelig, das Zeug. Und deswegen machen wir alles trocken, selbst das Planen wird trocken, das Schleifen wird trocken gemacht. Theoretisch ist es nicht richtig. Ich muss dann die Blöcke einfach mal ein paar Minuten stehen lassen, damit sie wieder abkühlen, weil ich ja keine Kühlung mehr habe. Aber Nutzen, Zeit nutzen, ist das definitiv sinnvoller, einfach den Stahl öfters zu wechseln oder den Stein öfters abzuziehen, anstatt hier diesen schimmeligen Kühlschmierstoff wieder raus zu saugen. Ja, gebe ich recht. So, jetzt muss man uns nochmal erklären, wofür dieses schöne Rädchen hier ist. Das Rädchen ist eine Vorrichtung, ich sollte jetzt unten nicht reinfahren. Das kann ich mit dem Ganzen unter den Steinen herfahren. Das ist eine ganz harte Rolle. Das ist eine Abrichtrolle. Damit wird sozusagen Material von dem Stein abgetragen, damit unten drunter wieder frische Körner zum Vorschein kommen, die wieder scharf sind. Ein Stein wird ja auch stumpf. Man kann ihn aber nicht anschleifen, deswegen sind die Steine so übereinander, dass der Stein verschleißt und darunter wieder frische Steine da, frische Körner. Wie oft musst du das machen? Bei jeder Blockseite planen wir kurz, wie ihr gerade das Schrubben, also als Planen, und dann ziehen wir den Stein sofort ab. Und dann haben wir eine Reihenfolge mit dem Vorschub runtergehen und bis wir den Block gut planen haben, also die Oberfläche. Dauert das Schleifen mit dem Stein länger als jetzt hier das eigentliche Schleifen? Definitiv ja. Dauert länger, okay. Deswegen, ich bin ja bei dem Blöckplan, das baue ich gerade noch, weil das gleiche, wie wir hier mit Aluminium haben, habe ich auch hier. Ein Halter. Und eine kleine Platte. Okay, das ist natürlich wirklich mini. Das ist ein Material, das ist kein Hartmetall, das ist kubisches Bornitrit. Das ist für Guster, was man mit dieser hohen Drehzahl, Klammer, hohe Drehzahl, 730 Umdrehungen bei so einem Durchmesser, gibt eine hohe Schnittgeschwindigkeit, Blöcke planen kann, fräsen kann. Okay. Das kommt in einen der nächsten Videos, da machen wir Blöcke planen, den Unterschied zwischen Schleifen und zwischen Fräse. So, erste Seite ist fertig. So, der sieht jetzt auf jeden Fall picobello aus. Ja, es wird wahrscheinlich mehr reflektieren als alles andere. Das sieht nämlich, man kann sich darin fast spiegeln. Ja, ja, ja. Boah, aber ich denke mal, fürs Erste reicht das. Gut. Ja, also an sich Köpfe planen. Keine Wissenschaft für sich? Ja, jetzt das Einzige noch, ich messe jetzt die Höhe mit dem Tiefenmesser, damit ich natürlich die andere Kopfseite dementsprechend plane. Es wäre ja relativ dämlich, wenn der eine 0,5 mm geplant werden muss und man den anderen aber so lässt oder nur 0,1, dann hat man ja verschiedene Verdichtungen auf den Seiten. Und wie ist das beim RS4, der kann die Klopfregel nicht zylinderselektiv oder kann er... Doch, zylinderselektiv. Ah doch, okay, gut. Manche können es nicht. Bei einer Sache sind wir uns bis heute immer nicht sicher, ob er es nur zylinderselektiv erfasst und dann den gesamten Zündwinkel zurücknimmt. Glaube ich auch. Oder einzelne Zylinder. Ich glaube, er nimmt alle zurück.
Also wenn einer klopft, glaube ich, nimmt er alle 6 Zylinder zurück. So, jetzt haben wir 139,4 mm. Daraufhin wollen wir gleich den nächsten Kopf auch hinarbeiten. Perfekt. Ja, ganz einfache Sache. Jetzt noch als letztes die entscheidende Frage. Was kostet Plan hier? Planen 4 Zylinder, 3 Zylinder. Ich glaube 60 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Plus 15 Euro Vorreinigung. Das habt ihr schön sauber gemacht, wenn der so Öltriefen ankommt. Wichtig ist, er muss zerlegt sein. Es dürfen keine Ventile rausgucken, keine Stehbolzen unten rausgucken, dass ich den so nehmen kann. Das wäre jetzt nämlich meine letzte Frage gewesen. Kann man noch einen Zylinderkopf planen, der theoretisch komplett montiert ist? Ja, wenn die Ventile nicht rausgucken. Das ist klar, sonst sind sie halt danach flach. Beim VR6 auch immer, das ist Beispiel, unglaublich. Beim VR6 geht es nicht, weil sie sind so flach, dass sie durchfallen würden. Die gucken ja rüber. Bei dem alten Polo 6N-Kopf, sagt das noch was? Der hat, da sind die Ventile versenkt und wenn man dann plant, dann kommt man ganz leicht an die Ventile, dann schleift man die oben so ein bisschen mit, das macht aber nichts. Einfacher für so eine normale Instandsetzung, als mal eben die Ventile wieder aufzubauen. Okay. Ja. Ja, also Köpfe zerlegen, reinigen, herbringen, planen. Und feiern. Genau. So, ganz schnell, spontan improvisiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.